Darum ist Tequila der gesündeste Alkohol der Welt. Hier ist die Wahrheit dazu. Dank Hoss und Hopf hält sich dieses Gerücht weiterhin. Und ich zeige dir, warum das totaler Schwachsinn ist. Ich google mal nach gesündester Alkohol und stoße sofort auf einen Artikel aus der Jolie. Und wenn du mehr über Spirituosen wissen willst, ob Tequila, Rum, Whisky, Gin und so weiter, ich komme gerne zu dir mit einem Live-Tasting ins Wohnzimmer oder wir regeln das via Zoom. Schreib mich einfach an über WhatsApp. Den Link dazu findest du in der Bio. Als erstes finde ich natürlich den Zusammenhang gesund und Alkohol selten dämlich. Ich würde es vermutlich gegen am wenigsten schädlich austauschen wollen. Erstens, Tequila ist nahezu zuckerfrei. Liebe Jolie, jeder Alkohol ist nach der Destillation zuckerfrei. Alle Zusätze werden nach der Destillation zugeführt. Ob Zucker, Farbe, Aroma, was auch immer. Zweitens, Tequila ist kalorienarm. Jeder blanke Schnaps nach der Destillation hat den gleichen Kalorienwert. Immer vorausgesetzt in der gleichen Alkoholkonzentration. Also jeder 60-prozentige Schnaps, der aus der Distille kommt, hat genauso viel Kalorien wie der andere 60-prozentige Schnaps, der aus der Distille kommt. Auch hier gilt, alle Zusätze nach der Destillation entscheiden über den Kalorienwert. Drittens, Tequila ist vegan. Gut, was das jetzt damit zu tun haben soll, weiß ich nicht. Tequila ist glutenfrei. Ja, okay, wenn man das in puncto gesund aufhören möchte, bitteschön. Aber, liebe Jolie, als Negativpunkt habt ihr den Wodka aufgeführt. Ganz ehrlich, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Jeder Alkohol ist direkt nach der Destillation vollkommen glutenfrei. Hier kommt kein Eiweiß durch. Selbst der heftigste Allergiker gegen Erdnüsse könnte absolut panikfrei einen frisch destillierten Erdnuss-Schnaps probieren und es würde nichts passieren. Auch hier gilt, erst Zusätze danach verändern das. Und auf die letzte Frage habe ich schon keine Lust mehr. Oder warte doch im nächsten Video. Also wisch nach oben.